morgen aus Singapur. Wir fahren gerade in den Hafen rein. Ich denke mal, hier ist unser Terminal. Ja. Und da hinten geht die Sonne auf. Es wäre ganz früh und ich muss noch ein paar Sachen abarbeiten. Und die Family, die schläft natürlich noch und wir sind heute nur einen kurzen Tag da. Deswegen muss die heute auch sehr früh weg. Was für Bilder, Freunde, hier. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss die Family gar nicht wecken. Ich glaube, die werden geweckt. Die schlafen hier nämlich auf der Seite. Good morning from Singapore. Heute Matchy Matchy im Partnerlook. Koffer sind alle gepackt. Bist du da? Wir müssen nämlich heute umziehen. Ich esse gerade noch Frühstück. Oh mein Gott, was macht ihr denn hier hin? Ich kann nicht akzeptieren, dass deine Brille weg ist. Ja, meine Brille ist weg. Voll traurig. Oh mein Gott, Milan! Das hast du nicht gerade ernsthaft gemacht. Hast du geworfen, Milan? Nein, ich habe unter das Bett gelegt. Ey. Nein, nicht schmeißen. Du solltest geben. Oh mein Gott. Naja, ihr seht, das Chaos. 20 Quadratmeter, man kann Sachen verlieren. Das glaubt mal erstmal, was da ist. Arieka, räum schnell alles auf. Wir machen uns fertig und müssen nämlich das Zimmer umziehen. Leider, leider, leider. Wir waren bis jetzt die ganze Zeit im gleichen. Und jetzt ist der Luxus vorbei. Jetzt müssen wir für ein Segment für 14 Tage umziehen. Dann müssen wir nochmal umziehen. Und dann sind wir bei den Rest komplett in einem Zimmer. So. Let's go, Kiddies. Ariel hat hier, was habt ihr gerade erfahren? Das dreckig. Ist mir egal. Dankeschön. Yeah. Mua, danke schön. Yeah. In der letzten Sekunde, ja? Zwei Minuten bevor wir rausgehen. Nur Ariels Schuh fehlt noch. Der schwarze mit dem Gold. Hoffen wir, dass der Housekeeper den noch findet. So, die Karte. Nein, nein. Die Karte müssen wir auch erstmal rubbeln, ne? Wir immer vergessen. Aber nicht jetzt. Bitte eindrehen. Nein. Einmal eindrehen bitte und in die restlichen Sachen reinpacken. Oh, hast du auch gerade zufällig gefunden. Wow, ist auch schon wieder, ne? Schon fast zwei Monate her. Welcome to Singapore. Wo sind die Mikros? Wo sind die Mikros? Habe ich hinten drin. Warte, gebe ich dir gleich. Man hat so richtig das Gefühl, dass man in der Zukunft angekommen ist. Hier sind so alles Automaten. Wir müssen jetzt gehen, weil Ariel ist hängen geblieben. Wir durften nicht warten. Deswegen stehen wir jetzt hier und warten, bis sie durchkommt. Hoffentlich, ich glaube, das ist eine richtig lange Schlange. Dauert das nicht so lang. Wir haben sowieso nur noch 2, 3, 3,5 Stunden in Singapur. Wieder ein ganz, ganz kurzer Tag. Weil eine ganz tolle Followerin hat mir erzählt, das hat damit zu tun, dass der Port so teuer ist in diesen Großstädten, dass sie nicht so lange da sind. Ja, um Geld zu sparen, geht es dann wieder schnell weg. Das ist ja Saftladen hier. Ich dachte, die sind voll gut organisiert. Krass, ne? Einfach weil Ariel so gemacht hat. Sie ist gar nicht schuld. Die hat ganz toll gemacht. Die haben anstelle, weil sie, die haben ihr nicht mehr geholfen. Sie hätte einfach nur so machen müssen. Die haben sich dann angeschrien, dass sie. Genau, ich wollte ihr helfen. Ich musste auch sofort durch. Das ging aber schnell. Super. Schatz, kannst du bitte jetzt kommen? Let's go. Wir haben schon so viel Zeit verloren. Wir sitzen endlich alle im Auto. Und. Da kommen Erinnerungen hoch, Schatz, ne? Wir haben ja die Geschichte schon von Singapur bei... Haben wir die im Podcast schon erzählt? Im Podcast haben wir sie, glaube ich, erzählt. Sorry, jetzt haben wir auch die Mikros wieder dran. Ich sehe es mal in gerade. Ich sehe es nicht mehr so. Du siehst es nicht so, wenn es euch interessiert. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht mal. Das war Bali, der Bali-Podcast war das. Doch, weil da haben wir dir erzählt, wie wir nach Bali geflogen sind. Und es war sehr, sehr abenteuerlich. Die haben dir gezeigt, wie du kannst das... Ja, nee, dann hört man den Sound nicht so gut. Habe ich probiert. Ja, wir haben immer gedacht, nee, warum? Man könnte auch theoretisch den Magnet abnehmen. Dann könnte man diese Seite hier so tragen. Dann würde man nicht so ein klobiges, schwarzes Ding sehen. Aber meine Boobs hat niemand gesehen. Mach dir keine Sorgen. Aber toll, dass du darauf achtest. Danke, dass du darauf achtest, mein Schatz. Du nee,
der Soundtrack. Da ist das Marina Bay Sands. Ja, da haben wir einen Tisch um 12.30 Uhr. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Seht ihr dann von... Das seht ihr dann nachher. Oh, auf den Ferris Wheel? Nein, da oben. Cool. Sieht das Hammer aus? Ah, ja. Ich hab's verpasst. Genau, so, genau. Aber erstmal fahren wir jetzt in die Gardens by the Bay. Ich glaube übrigens, dass als wir hier waren, schon vor 15 Jahren, gab es das noch nicht. Nein, das gab es noch nicht. Gab es noch nicht. Von daher, das ist gut. Alter Schwede, wir sind schon da. Das ging aber echt schnell. Okay. Thank you. Das war wirklich 2 Minuten. Alter, okay. Das ist übrigens so heiß. Oh mein Gott. Es ist so luftfeucht. Ja, man schwitzt echt wie ein Schwein hier. Und was wollte ich gerade sagen? Guck mal, hier geht um 10.30 Uhr nach Audio zu, Schatz. Mandarin, Schatz, Mandarin auf Chinesisch. Was willst du denn eine chinesische Audiotour buchen? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch keine Zeit. Wir haben nur 2,5 Stunden hier im Port. Wow, guck mal. Englisch? Ja? Okay. War nämlich hier rum. Okay, gut. Wow, haben wir echt die letzten Plätze, Schatz, auf der... auf der Tour bekommen. Cool. Wo willst du sitzen, Schuh? Was ist das genau? Das ist ein Schattenspender. Wow. Nee, ja, für Regen, glaube ich. Oder für Regen, genau. So, wenn du so hältst, jetzt sind wir auf der Tour. Schmo, hast du super gemacht. Go with the flow. Go with the flow. Toll sieht's aus. Und hier gibt es übrigens auch so eine Live-Shows, Light-Shows, ja, Lichtshows abends. Also lohnt sich sowohl tagsüber als auch abends hier hinzukommen. Ich einmal euch zeigen und lernen und malen. Now we're going to draw big boat on top. Ey, das ist ja der Hammer. Ist das toll, Ariel? So macht Schule Spaß, oder? Wo sind wir? Da, 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 da. Oh, hier gibt es auch eine kleine Brise. Oh mein Gott, das ist ein Traum. Wow, das sieht so hammer aus. Jetzt verstehe ich, warum sie gesagt hat, wir sollen das erst machen, weil jetzt kommt nämlich der Regen, der genau. Regnet schon. Das meinte und dann sie ist hier zu, also let's dann, go. Ja, dann meinte sie, schließen die. Let's go. Wow. Hammer, bitte auch, guck mal bitte diese Aussicht an. Ey, also diese Stadt, ne, die kann richtig was, muss ich sagen. Alter Verwalter. Ariella, ist das schön? Sieht wirklich, sieht einfach unglaublich aus. Ich möchte mich gerne mal erklären, dass dieses Outfit eingelaufen ist. Ach so, aber ich finde, es war siehst super aus. Das letzte, was ich noch hatte. Du hast es vorher nicht anprobiert. Ich habe es gestern nicht, also Oksana hat gesagt, ich soll dieses Outfit anziehen. Alle Sachen sind gepackt.
Ich bin der Letzte im Zimmer, kontrolliere alles, zieh das Outfit an und es ist eingelaufen. Und ich sitze da erstmal. Hey Leute, wie schön ist das bitte hier? Wie sieht das mit dem Painting? Ich finde, man ist so. Ja, ne? Wie sieht's aus, mein Engel? Wie einfach, wie gemalt. Wie zurück in die Zukunft. Auch einfach mit dieser Aussicht. Und der Skyline und einfach. Wow. Wow. Komplett anders als von uns. Wirklich ganz anders als von uns. Man sieht sogar unser Zuhause da. Echt? Ja, geradeaus. Nee, geradeaus, Schatz. Geradeaus. Stimmt, da ist sie! Auch einfach bitte diese Aussicht appreciaten hier. Das ist einfach eine der krassesten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Sind das einfach Trees? Oder? Ja, das ist alles auch, ne? Haben die ja gerade erklärt. Ich habe keine Sonnencreme gemacht. Ich muss Sonnencreme kaufen. Die haben das erklärt, Schatz, ne? Dass das irgendwie ein Öko-Projekt ist. Also das. Das war Design-Contest. Design-Contest und Öko-Projekt. Das ist hier alles. Mit Sinn gebaut. Guck mal bitte, was wir hier gefunden haben. Frische Zitrone. Richtig Saft mit Total of four. Total, two more. Wow! So gut. Frisch gepresster. So gut. Frisch gepresster Saft als Eis. Einfach Hammer. Zitronen. Richtig gut. Saft. Einfrieren mit Minze. Wie geil ist das denn bitte? Kids, was sagt ihr? Milan sagt top. Arieka? Und endlich übrigens das erste Mal, dass wir so B bekommen haben in, ich glaube, 4 Wochen. Auf jeden. Arieka, was sagst du zum Eis? Weder in China. Noch in Japan? 1000. Noch in Taiwan? Noch in. Wo waren wir schon alles? Korea? Noch in. Also, ich habe gegessen auf dem Schiff. Philippinen. Wir auf haben dem nirgendwo, Schiff, ja. Nirgendwo ein Eis bekommen ohne Milch. Nirgendwo. Nur Singapur. Ja? Ein Hoch auf Singapur und sein frisch gepresstes Eis. Papau Neuguinea. Das ist schon so ein bisschen. Der Bauchi, der steht ein bisschen ab. Gerade erklärt, ist eingelaufen. Der Bauchi steht ein bisschen ab. So, weiter geht's. Wohin geht's jetzt, Schmu? In den Cloud Forest. Let's go. Wie genial, bitte. Da ist endlich mal jemand auf eine ordentliche Idee gekommen. Dass man Mülleimer nicht anfassen muss. Einfach hier mit dem Fuß. Mega. Ja, let's go, 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 run, 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 run. Bevor die 80 kommen, müssen wir schnell fahren. We made it, okay. Wir sind hier. Guck mal, jemand Ding ist hier. Ja? Ja, das muss ich. Ja? Ja, die könnte man nicht glauben, so einen blonden Jungen zu sehen hier. Oh, guck mal. Oh, es ist so kalt. Hier sind ein paar wirklich Hammerpflanzen, ne Schatz? Am meisten freue ich mich gerade über die. Ja, Struktur. Die Klimaanlage. Von den das stimmt. Ich auch nicht so begeistert. Doch, guck mal diesen Baum an. Wir sind jetzt hier in so einem Dom. Sieht bestimmt von oben wieder besser aus. Also ich finde es ja wunderschön. Ne? Wer hätte gedacht, dass ich mal Blumen so toll finde? Ich glaube, ich bin so von Architektur mir angetan. So Blumen. Mama, ich denke, es ist Cold Forest, weil wir sind jetzt halt dran. Ja, stimmt. Und es sagt, die Cloud ist ein Forest. Ja. Milancik, bist du begeistert? Nicht so, wa? Bundesgartenschau hier. Singapur Bundesgartenschau. Was ist eine Orchidee?
Wie, was ist eine Orchidee? Das ist eine Orchidee oder was? Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Ja. Du weißt nicht, dass das eine Orchidee ist? Ach, Orchid heißt Orchidee? Ey, sag mal, das ist nicht dein Ernst. Das hast du nicht gerade ernsthaft gesagt. Ja, wie unsere Nachbarin hieß Orchid. Hieß? Lebt immer noch da. Ich glaube nicht mehr, dass sie da lebt. So. Nicht anpassen, Mila. Let's go. Ich glaube, jetzt mal für alle Männer hier was getan. Ja? Blumen! Der Daniel weiß nicht mal, was eine Orchidee ist, ne? Komm, this tray hier. Wow. What's that? Mushrooms und Safran. Das teuerste Gewürz der Welt. Ich hab's jetzt, woran es mich erinnert. Es erinnert mich an zu Hause. Oh, sorry. Es erinnert mich an die Bellagio-Ausstellung. Bellagio, Las Vegas. Ja. Aber da will ich auch mehr angucken. Wir haben keine Zeit, Maxi. Doch, ja, jetzt hast du gesagt, wir können laufen zum Restaurant. Von daher haben wir jetzt ein bisschen laufen mehr Zeit. Laufen wir Maps. Oder? Guck mal, das ist doch so. Das sieht voll nach Bellagio aus. Oh, endlich ist Daniel mal begeistert. Das finde ich schön. Sieht so ein bisschen aus wie bei Frozen. Wie bei Frozen. Ja, stimmt. Da ist ein Spider up there. Ja. Der ist aber groß. Stimmt. Der ist dann wieder ein bisschen Harry Potter-Style. Ich mag den, weil dann kann ich den auf Papa und Rico setzen. Vielleicht ist der nicht als erstes auf was. Du appreciatest gar nicht, was das für eine unfassbare Arbeit ist. Guck dir das doch mal bitte an. Ich bin ein Gartenbanause. Guck, du bist ein richtiger Gartenbanause. Wir sind hier komplett unterschiedlicher Meinung. Sagst du, ja, aber Schatz, das ist jetzt, wir haben 4 Stunden Aufenthalt, da muss ich mir keinen Garten angucken. Da sind die Stardings. Ja, das war da oben toll. Und wir laufen die ganze Zeit an diesem Gestrüpp hier vorbei, ja? Ich muss ehrlich sagen, ich finde, es sieht richtig aus wie so Back to the Future oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? In so einem Dome mit so Pflanzen, mit so einem Skywalk da oben. Ich find's mega. So schön. Natürlich ist das real. Ist alles real. Nein. Achso, dann nicht die Tiere. Aber es ist wirklich, also ich muss sagen, wirklich ein absoluter Traum. Mit den Kristallen hier dazwischen und so. Dann noch mit den Geräuschen. I love it. Auch sowas hier. Zieht euch das mal rein, bitte. Wie krass es einfach aus einem Baum geschnitzt worden ist. Das ist ja unglaublich. Mit wie viel Liebe das hier alles gemacht wurde. Super krass. Und auch hier. Sieht man den? Ein Traum. Ach ja, jetzt auf einmal ist schön, ne? Ach ja, auf einmal. Du hast keine Ahnung, du Gartenbanause, du. Wie alt bist du, Ari? 7. Hast du dir gerade was Schönes gekauft? Mhm. Zeigst du gleich, ne? Papa meckert bestimmt draußen wieder, oder? Mhm. Thank you very much. Thank you. Bye. Komm, Milan, schick schnell. Wir rennen jetzt schnell durch die Flower-Ausstellung. Oh, Milan. Na, du musst auch gucken, wo du hinläufst, junge Dame. Ja, ich weiß, Ariel wollte was kaufen, Schatz. Beim Shopping. Nicht ich. Ariel hat was wirklich Süßes. Was ganz, 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 ganz Süßes gekauft. So eine kleine Anhänger mit einer Blume. Hier aus diesem... Das ist so schön, wirklich. Das zeigen wir gleich. So, einmal schneller. Holen wir auf, was es hier von Twitter kommt. Hey, Milan, Milan. Milan hat es nicht so eilig hier. Als nächstes, jetzt haben wir noch 15 Minuten im Flower Dome. Das wird wieder ein Quickie. Jetzt habe ich ja gelernt, das ist jetzt ein botanischer Garten. Ja, weil das hier... Das habe gesehen, Australien, genau. Jetzt kommt es schon das nächste Gebiet. Genau. Haben wir gelernt, ne? Yes. Inländisch und ausländische Pflanzen. Ja. Oh, was ist da? Ein Pirate. Oh, wow. Sieht auch toll aus.
So, ich würde einmal da lang gehen, oder? Und das begeistert dich jetzt wieder, oder? Naja, jetzt, das ist jetzt, hier haut mich jetzt nicht absolut vom Hocker bisher. In jedem großen Hotel hast du so gehabt. Leute, guck mal. Oh ja, Ari hat sich selber, weil sie verdient ja Money. Ja, Ari verdient ja selber Geld und jetzt hat sie sich gerade was gegönnt. Soll ich dir helfen, Superschmuck? Ja, warte. Nein. Ist das süß? Wow. Ist das hübsch? Guck mal, das ist nämlich einfach eine Blume. Ist das nicht niedlich? Ich finde es ganz süß. Es war literally $25 und der Rest waren $40. Ich kann euch eine Sache sagen. Ja, wenn wir das Schiff verpassen, deswegen sehen wir gut aus. So ein Quatsch. Niemand verpasst hier irgendwas. So süß alles gemacht. Ich lieb's. Ganz cute. Wirklich super schön. Guck mal, Ari, speist du den Bunny? Ja. Wo? Da ist ein Bunny und da. Und ein Cow. So hübsch. Mein Gott, Singapur ist hier ein reiner Gartenvlog heute. Aber die Farben, guckt euch mal bitte die Farben an. Ja, das ist ein Traum. Also wirklich Hammer aus. Habe ich doch gesagt. Das ist von einem Stück, Mann. Das ist ja wirklich unfassbar. Daran erkennt man es auch, ne? Weil es diese Linie ist. Wahnsinn. Oh mein Gott, sorry. Jetzt haben wir die ganze Zeit nicht mitgefilmt, es war so stressig. Wir hatten eigentlich überlegt, hierher mit dem Fahrrad zu fahren. Das hat aber alles nicht geklappt, Milan. Dann haben wir unsere Freunde gesehen. Dann haben wir uns gerade verquatscht mit denen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier weitergelaufen zum Tower 2. Wir sind hier in den Marine Bay Sands oder wie das heißt. Hier wurde übrigens Crazy Rich Asians gefilmt. Die letzte Szene auch vor allem. Da, wo sie bei der Verlobungsfeier sind und so wegfliegen. Und jetzt bin ich voll aufgeregt, dass wir jetzt auch hier sind. Beim letzten Mal haben wir es hier nicht hin geschafft. Und jetzt haben wir gestern spontan noch einen Tisch bekommen. Das ist übrigens auch mein absoluter Tipp, wenn ihr, wie wir, nicht vorher plant. So, Tower 2 auf jeden Fall sind wir jetzt. Spago? Hier? Ja, perfect, thank you. Wenn die stornieren, dann kriegt man, wenn man Glück hat, noch einen Tisch. Genau. Papa, wir sind hier. Also wenn man Glück hat, ne? Klappt nicht immer, aber öfters sagen Leute kurzfristig ab und dann können wir reinspringen. Hat man direkt in den Ohren gefühlt, ne? Ja, den Druck hat man gefühlt. So. Jetzt, wo müssen wir hin? Was hat er gesagt? Jetzt in den nächsten Elevator und jetzt noch 50 Cent. Oh wow, okay. Also 57. Wir sind jetzt 55. Jetzt noch 2 Minuten. Was sagt die Chefs? Dass du offene Schuhe anhast und dass es Fine Dining ist und wir Fine Dining. Aha, thank you very much. Und jetzt? Jetzt bringt sie uns zur Bar mit Lunch. Okay. Das ist okay, ich glaube, es ist viel besser. Das ist auch ein Pool. Ach, Schatz, da sind wir doch schon. Ah, oh, wow. Thank you very much. Wow. Hast du Badesachen? Nein, habe ich leider nicht dabei. Kannst du in Unterhose reinspringen, Milanchi? Klar, Mann. Oder in deiner Shorts, oder? Oh, ihr beiden Süßen. Ist schön die Aussicht, oder? Hm? Milan ist alles egal. Na, Schmu? Das ist mal hier ein Lunch with a View. Ari ist ein bisschen disappointed, ne? Warum? Muss ich aber auch sagen, bin ich auch. Ich finde die Auswahl, also dafür, dass es hier so ein schickes Restaurant ist. Ich habe keine gluten-free Buns, keine gluten-free, eigentlich gar nichts. Die haben nur 10 Eggplant Salads. Das wollen die Kinder nicht essen, so ein Auberginensalat. Das ist das Letzte, was Kinder essen wollen. Nicht mal das Hähnchen konnten sie ohne Gluten machen. Das wundert mich. Vor allem für so ein schickes Restaurant. Ja, schade Schokolade. Ne, Silberschmo? Aber wir sind wegen dem Ausblick hier. Milan hat direkt gesagt, ich will in den Pool, Mama. Ich will in den Pool. Aber da dürfen wir leider nicht ran. Aber zumindest können wir es uns angucken. Guck mal, haben wir jetzt doch hier so... Eggplant Salad habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, oder Schatz? Aber sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Also für Ariel gibt's... Das ist das Einzige, was es gibt, ne?
Aber das, was du am meisten liebst, Ariel. Also tu nicht so, als wärst du nicht glücklich, weil was hast du noch bekommen? Reis. Nein. Ketchup. Ketchup gibt's bei Mama sonst nicht. Und Milan, was kriegst du gleich ein? Burger, klar, was sonst? Oh mein Gott, das ist mit Abstand die leckerste Aubergine, die ich in meinem Leben. Und ich hasse es, muss wirklich sagen. Ich esse permanent Aubergine. Aber ich hasse Aubergine. Ich finde, es gibt nichts. Warum isst du denn Aubergine? Weil es so gesund ist. Es ist wirklich das Gesündeste. Und dann habe ich noch so eine Soße dazu bekommen. Die sind gluten-free übrigens, voll crazy. Wollt ihr auch? Ja. Die ist schon ein bisschen scharf. Hey. Like the next 20 minutes, and then they were going to change. So he literally just sat there. Oh, man. Du bist ja der Pre-Teenager. Auf jeden Fall richtig krass. Wirklich gigantisch, gigantisch lecker. Sodele, und weiter geht's. Wir haben nur noch eine Stunde, bis wir zurück auf dem Boot sein müssen. Eine Stunde? Ja, nicht mal, ne? 42 Minuten. Upsie Daisy. Hello. Hi. So, and it's Daniel. Yeah, that's me. Speed. Okay. Speed sightseeing here. Ja, genau, Schatz. Ich wollte euch nämlich nochmal das alte Singapur zeigen. Aber also jeder vorsichtige Mensch, der dreht mit dir durch, ne? Wir waren so richtig schön auf Kurs, um 15 Minuten vor Abfahrt des Schiffs da zu sein. Oder nö. Nein, das gucken wir uns vor allen Dingen, an. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns das an. Spaceball. Wirklich schön. Wir haben ja unsere Reisepässe dabei. Genau, schon fliegen wir nach Kuala Lumpur. Wow, this is beautiful. Ah, hier da ist sie, habe ich gesagt. Oh. Ja. Ja, hier ist perfekt. Thank you very much. Was sieht das aus? So schön aus. Was? Was? Thank you. Was sieht das? Sieht das etwa ganz schön aus? Mehr als schön. Was? Wirklich? Ja, wenn wir hier sind, bist du dir sicher, ne? Ey, was der immer meckert. Wir müssen die andere Straße hoch. Weiter. Ich würde sowas niemals machen. Let's go. Quatsch nicht so viel laut. Wir sind weggefahren vom Schiff. Weggefahren. Genau. Wir sind in die andere Richtung fahren. Vorsicht, Autos. Mit dem Fahrrad wolltest du auch noch fahren. Nein. Auf der Autobahn. Nein, das stimmt nicht. Ich dachte, das ist ein Fahrrad. Oh mein Gott, nein, du musst nicht ein Foto. Du musst los. Die Heule, Babysko. So, let's go. Sieht das schön aus? Guck mal, Mine. Wow, wie in Tausend eine Nacht. Das ist eine Moschee. Von ja. Das ist nicht unglaublich? Wunderschön. Auch so wie den von Aladdin. Aladdin. Aladdin, genau. Hier wurde das gedreht, Milanche. Ja. War natürlich Spaß vom Papa mit seinem Allgemeinwissen. Naja. Istanbul Grill. Istanbul Grill, genau. Ich kann gar nicht aufhören zu filmen, weil das gerade so ein schönes Bild ist. Das sieht einfach unglaublich aus. Wirklich wunder, 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 wunderschön. Ein Traum. Und dann kann man hier auch richtig schön Abendessen schmuhen, ne? Also die Stadt, die kann was. Und wieder ein Quickie. So, und Schmuh, hat sich's gelohnt? War das geil? Das hat sich richtig gelohnt. Hä? Achso, don't hurry, sie ist bestimmt von Japan. Wow, wie schön, oder? Richtig schön. Also ich sag euch, die Stadt, die kann auf jeden Fall richtig was. Ich muss sagen, auch so schön habe ich es gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, oder Schatz, vor 15 Jahren? Aber da waren wir ja auch sowieso. Wir waren so krank, Mann. Wir waren komplett auf Antibiotikum. Haben wir damals noch genommen, oder? Ja, Mann. Das ist diese Brücke, die ich meinte, über die wir hätten übrigens auch laufen können. Schmuh, guck mal nach links. Genau, hätte aber 38 Minuten gedauert, deswegen, mit laut Navigation. Und jetzt fahren wir zu diesem Merlin. Park. Und davor versuche ich noch woanders hinzukommen. Ich kann es nicht mehr erinnern. Helix, glaube ich, heißt es. Helix Bridge, genau, das wollte ich euch sagen. Das ist wirklich komplett in die andere Richtung. Da wird schon wieder gemeckert im Hintergrund. Sie fährt die ganze Zeit irgendwie falsch.
Wetter? Ja. Okay. Da kann man vielleicht nicht rein. You can't go, hat sie gesagt. Da kann man vielleicht nicht rein. Naja, gut. Okay, but we have to go here. Sie ist einfach einmal rumgefahren. Boah, es sieht so fett aus. Schon eine geile Stadt. So, ich bin stolz auf Papa, dass er noch nicht ausgeflippt ist. Ich verstehe gar nicht, was sie gerade gemacht hat. Guck mal bitte, wie schön diese Stadt ist. Unfassbar. So. Okay, perfect, thank you. So, unser letzter Run. Aber ich sehe die Skulptur hier nicht. Mein Gott, ist das schön. Also, was ist denn das bitte für eine Aussicht? Aber die Skulptur ist hier nicht. Doch, da vorne ist er. Komm, Schmo, renn! Mein Gott, ist das schön. Erstmal dachten wir, wir gehen zu einem Boot zurück zum Schiff. There she is. Mit Brise. Hammer. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe, als ich das letzte Mal in Singapur war. So eine Bootsfahrt. So eine Bootsfahrt, ja. Genau. Und? Ist das unser Auto? Oh mein Gott. 8 Minuten noch. 8 Minuten, bis wir da sein müssen. 8 Minuten, Schmo. 8 Minuten haben wir. Wie lange fahren wir? Genau 32 Minuten. Okay. Schatz, diese Straße, sie ist linksrum. Die hat uns 5 Minuten gekostet. Genau, die wir jetzt nicht gehabt haben. Naja, ist doch egal. Wir haben alles geschafft, Schmo. Ich bin glücklich. Ich möchte kurz festhalten, dass es 2 Minuten ist vorher und wir gerade am Hafen angekommen sind. I'm just saying, haben wir alles geschafft. Yay! Wir sind ja noch auf Müssen jetzt auf dem Boot sein. Ihr beiden. Da sind sie alle, unsere Freunde, Schatz. Da sind sie. Ich sehe noch keinen. Alle unsere Freunde. Ich sehe meinen. Alle, Schmu. Wen denn? Alle. Und sind das alle unsere Freunde, Schmu? Boah, jetzt habe ich doch gesehen. Offiziell. Thank you. Wir sind auch ready to unser new room zu sehen. Das alles ist clear. Yeah. Kein Schuh. Kein Chaos. Und wo sind unsere Freunde? Wo sind wir? Da? Genau, alle unsere Freunde sind da. Hi. Siehst du, ich habe sogar Beweis extra. Hab extra Beweis gemacht. Und damit haben wir es zurück aufs Boot geschafft. Aber bist du etwa müde, Schmo? Ein bisschen. Das Wetter macht das Klima mal kaputt. Ja, also ich muss sagen, in Vietnam war es viel angenehmer. Ne? Das war wirklich nicht so luftfeucht. Hier in Singapur war hardcore. Wir sind auch nicht die Letzten. Und auch hinter uns sind noch Leute. Also wir haben es geschafft. Wir hoffen, dass. Der Quickie in Singapur hat euch gefallen. Es war wie immer ein Fest für uns, den ganzen Trip mitzufilmen und sich später anzugucken. Ja, das ist so schön. Wie wir von A nach B rennen. Aber wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und danken euch vielmals fürs Zugucken und sagen, guck mal hier, er sagt auch noch hi. Bye. And we say bye bye. Und bis, wo sind wir? Kuala Lumpur. Next stop. Ich war doch das erste Mal. Malaysia. Doch. Ich habe die erste Kuala Lumpur gebucht. Morgen ist ja falsch. Morgen!